Willkommen zurück bei Let's Play Enies Unreal Engine 2 Firesturm. So, im letzten Part ist anscheinend die Welt untergegangen. Zumindest ist irgendein Meteorit oder. War es vielleicht doch ein Fußball? Irgendwas Gigantisches ist auf jeden Fall in Richtung Schule gekracht und es hat extrem gewumst. Und ich bin mal sehr gespannt, was es ist. Und wir gehen mal zur Schule, da dann noch Celia rumläuft. Und ich hoffe, ihr geht das auch gut. Also gehen wir mal zur Raymond Junior High, das dritte Gebiet. Ach, da ist ein Kopf von. Mark, das sieht ja cool aus. Na egal, wir haben andere Probleme. Nämlich die Schule. Und ich hoffe, da steht doch alles da, wo er stehen sollte. Hoffe ich zumindest mal. Ich glaube, irgendwie. Bisschen verwüstet aus. Gut, Celia geht es einigermaßen gut, außer dass sie eine komische Stimme hat. Celia, was ist los? Heißt sie Celia? Ich dachte, das ist Celia. Ach ja, und die ganzen Leute, die. Mich von der Summe Level 1 noch gar nicht kennen. Ich glaube, da wird es auch ein paar geben. Ich spreche die ganzen Namen auf Englisch aus. Sprich, aus mir wird aus Julia und Axel. Julia und Axel. Und aus, ja, Mark bleibt Mark. Das passt schon so. Und Celia spreche ich eigentlich immer Celia aus und nicht Delia. Kommt mir ein bisschen komisch vor, aber okay. Sieht jetzt aus, als hätten wir ein paar andere Probleme. Nämlich, die Schule ist nicht gerade so im guten Zustand aus, wenn schon mal das Tor so aussieht, ich will nicht wissen, wie der Rest aussieht. Gucken wir mal. Oh nein. Die Raymond Junior High wurde völlig zerstört. Oh Gott. Was ist denn hier passiert? Kapitel 1. Raymond in Ruinen. Gott, das sieht ja krass aus. Wem alles in der Welt ist das? Und wie sieht das hier aus? Gott, die Karte lässt sich schon ziemlich verfickt aus. Ich kann es nicht anders beschreiben als verfickt. Alles total im Arsch. Gott. Aber das Fußballfeld ist auf jeden Fall noch in gutem Zustand. Sieht aus, als würde da jedes Gras noch dastehen, wo es stehen sollte. Ist schon ein bisschen komisch, aber okay. Aber wer um alles in der Welt ist das? Wartet! Was soll das? Lass uns durch! Bob? Bist du das? Meint der Bob Shearer? Dachte, der wäre bei Kirkwood? Ach, wird ein anderer sein. Kennst du ihn, Nathan? Ja, wir waren zusammen im Leichtathletik-Club. Was ist denn los? Ist doch ein anderer Bobby, den ich glaube nicht, dass unser Fußball-Bobby, der gute Amerikaner mit seinem amerikanischen Akzent, meinem Leichtathletik-Club war, sprich, das wird ein anderer sein. Irgendwas stimmt ja nicht. Sie benehmen sich seltsam. Es wirkt fast, als ob sie von jemand anderem ferngesteuert würden. Wahrscheinlich nicht so wie bei Brainwashing, da hatten die alle so einen komischen Helm auf. Aber vielleicht doch sowas ähnliches an der Art. Wir haben euch schon erwartet. Fußballclub der Raymond Junior High. Was? Unsere Gebiete müssen sich nicht mit euch abgeben. Mit euch armseligen Stümpern werden wir alleine fertig. Wow. Die meinen das echt ernst. Die Steuerung. Ist das wichtig? Ich glaube eher nicht. Bewegt den Spieler, indem du den Touchscreen über dem Touchscreen über den Touchpad führst, genau, machen wir es mal andersrum. Wo es müsste eigentlich auch klappen, wenn man den Touchscreen über den Touchpad führt, also andersrum. Ich glaube Quatsch. Gute Steuerung weiß ich schon. Passen weiß ich. Und tippen weiß ich auch. Warum steht da neu? 4 vs 4, gut. Wir spielen gegen die drei Fragezeichen. Schießt das erste Eintor. Ich gucke mich mal hier im Menü um. Ist ja doch alles Neuland.
Wie das Internet ist alles Neuland für mich, aber es sieht relativ aus, als wäre alles beim Alten geblieben, außer wenn das die Schusskraft und die Spezialtechniken jetzt anders gegliedert sind, aber sonst blieb alles schon im Alten. Jude ist gut dabei, das ist schön. Aufstellung defensiv und offensiv. Aggressives Spiel könnten wir mal einsetzen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. So. Und los geht's. Ich glaube, das ist gar nicht gerade so die intelligenteste Stellung, aber naja. Mal gucken. Über nicht gerade intelligenteste, aber Aktion auswählen. Wähle eine Aktion, wenn du auf den Gegner triffst. Berühre das Tor, um zu schießen und die richtige Taktik. Lege die Laufwege der Spieler fest, bevor du eine Aktion wählst. Gut, und Taktik, da werde ich wahrscheinlich ziemliche Probleme haben, denn ich bin der schlechteste Taktiker ever. Wer mein Let's Play zu Nintendo Level 1 gesehen hat, der weiß schon, was ich meine. Ich bin so schlecht, das gibt's zwar nicht. Das muss man direkt gesehen haben. Aber ich denke, es wird schon gewuppt kriegen, das ganze Docker und Teppen. Oh, kann Grätschen, müsste klappen. Hat ja eine Animation war ein bisschen anders und schau dich keine Schusstechnik. Gut, dann einfach reingebürmst. Und ging durch. Tolles Tor! Okay, ich habe ein Tor geschossen. Musik hört sich verdammt beschissen an. Aber okay, ich kann damit leben. Und ich werde mich wahrscheinlich auch dran gewöhnen müssen, denn wir werden verdammt oft gewinnen. Ich denke mal ein bisschen optimistisch. So, wir haben ein paar Erfahrungspunkte, insgesamt 3 an der Zahl. Und wir haben schon Level 2 bekommen. Wunderbar. Und ein paar Elan- und Teamgeistpunkte. Und Reisbällchen und Milch. Alles wie beim Alten. Aber die Frage ist immer noch, wer ist das und wir können die uns seine Spieler rausholen. Die sind doch gar kein richtiges Team. Was ist mit dir passiert, Bob? Erkennst du mich nicht? Wir sind Freunde. Wir sind Bros. Freunde, dass ich nicht lache. Bald werden wir so mächtig sein, dass wir Würmer wie euch. Was ist los? Hey, wartet! Was geht hier vor sich? Ich hoffe, euch hat unser Empfang gefallen. Es ist ja so einfach, die Gedanken der Schwachen zu kontrollieren. Was meinst du mit kontrollieren? Was habt ihr mit ihnen gemacht? Wer seid ihr? Antwortet! Wir haben keine Zeit, uns mit euch euresgleichen zu unterhalten. Außerdem habt ihr sowieso keine Chance gegen uns. Wartet! Huch! Sie sind verschwunden. Wow, habt ihr es auch gesehen? Oder spielen mir meine Augen wieder einen Streich? Sieh mal da, Mark. Das sind doch die... Gut, das vorne ist der Dings, der Hausmeister. Sind das die Veteranen, die Spieler der ehemaligen Inazuma Eleven? Sehe ich auch nicht, dass sie sich umgedreht haben? Ah. Herr Sweet, Sie sehen aus, als wären Sie verletzt. Geht es Ihnen gut? Herr Islands, hier Bilder. Gut, das sind Sie. Bilder kenne ich aus dem guten Budgie-Bilder, der in seinen Sportladen. Da hatte ich ziemliche Probleme, ihn aus dem Laden rauszukriegen in die Mannschaft. Geht es Ihnen beiden gut? Tatsächlich. Wenn die selbst Alten in der Summe 11 so schlecht dastehen, dann muss die Lage wirklich ernst sein. Was habe ich getan? Ich habe zugelassen, dass Sie... Mark, es tut mir leid. Wir haben es nicht geschafft. Wir konnten die Schule nicht retten. Es sieht ein bisschen aus wie der unbekannte Vater von Jim. Die Schule retten? Aber vor wem denn? Was ist passiert? Herr Firewall! Geht es Ihnen gut? Aliens... Was? Was sagen Sie da? Aliens? Ja, Aliens. Wir wurden von Aliens angegriffen. Aus dem Weltraum.
Was? Was geht hier vor sich? Wir sind viele Lichtjahre gereist von einem fernen Planeten namens Alias. Wir haben eine besondere Methode ausgewählt, um den Völkern eures Planeten unsere Macht zu demonstrieren. Diese Methode ist... Fußball. Oh. Auf eurem Planeten wird auf dem Fußballplatz entschieden, wer der Stärkste ist. Erdlinge, sagt euren Fußballspielern, dass sie uns beim Fußball schlagen müssen. Oder wir werden alles Leben auf eurem Planeten auslöschen. Oh, unerhört! Was denkt ihr, wer ihr seid? Ihr wollt wissen, wer wir sind? Nun gut, dann nennt uns bei unserem Namen. Wir sind die Alias Academy. Oh, was? Gott, das war ja krass. Die ganze Schule ist so zerstört von Aliens mit Fußbällen. Gott, ist das krass. Jetzt kennt ihr die ganze Geschichte. Ich kann es nicht glauben. Also gibt es Aliens wirklich? Ich wusste es. Oh nein, wie schrecklich. Furchtbar. Ich ertrage es nicht. Ich muss dringend auf die Toilette. Ich muss scheißen. Das gibt's nicht. Und tschüss. Was für ein Feigling. Wahrscheinlich wird er wieder irgendwo in den Schrank feststecken. Wissen Sie, wo mein Vater ist? Ach ja, richtig. Er erwartet euch alle. An einem geheimen Ort. Kommt mit mir mit. Ich glaube, ich weiß schon wo. Scheint die Trainings... Ich wusste es, schön. Oh nein. Der Eingang zum Inazuma Trainingszentrum ist verschüttet. Ach du Scheiße. Sie wollen euch doch nicht erzählen, dass der Geschäftsführer da drin ist. Ja. Nein. Captain. Es hat keinen Zweck. Es gibt nicht nach. Ich habe es ja nicht berührt, aber es gibt nicht nach. Ich schaffe es nicht. Das ist die einzige Möglichkeit, um nach unten zu gelangen. Was sollen wir tun? Vielleicht einen Tunnel graben? Hey Mark, sieh mal, was die Aliens mit unserer Schule angerichtet haben. Wenn sie so viel zertrümmert haben, dann finden wir vielleicht irgendwo ein Loch. Gut, oder so ist fast genau dasselbe. Durch das wir ins Trainingszentrum gelangen können. Aber natürlich, warum kam ich nicht drauf? Die Schüler wurden im Westteil des Geländes in der Nähe des Clubhauses zusammengerufen. Man sollte sich dort mal umhören. Vielleicht weiß einer der Schüler was. Alles klar. Gute Idee, Herr Rektor. Hey, Leute zusammen, lass uns losgehen. Wartet, lass mich nicht all... ich wollte sagen, dass ich besser mit euch mitkomme. Was? Da haben Sie natürlich recht. Herr Firewall, Sie wollen sich doch nicht etwa davon stellen, um sich im Trainingszentrum zu verstecken, oder? Was willst du damit sagen? Ich möchte lediglich sicherstellen, dass es dem Geschäftsführer gut geht. Ja, ist schon klar. Wir glauben Ihnen ja, Herr Rektor, alles ist cool. Captain, wir sollten uns auf den Weg machen. Hoffentlich wurde das Clubhaus nicht komplett zerstört. Ich habe noch ein paar Chips drinnen. Wir können nur hoffen. Nelly? Vater. Den holen wir schon noch raus, keine Angst. Und er sucht die Gegend im Westen. Ein paar Minuten haben wir noch, da quatsche ich mal wieder. Ich hoffe, es stört euch nicht gerade, dass ihr mit allen Leuten quatscht, die hier rumwuseln, aber manchmal kommen doch interessante Informationen raus. Hey Mark, da ist ja gerade irgendwas in der Nähe eures Clubhauses zusammengebrochen. Ich glaube, ein bisschen Schutt hat sich da gelöst und ein Loch in den Boden geschlagen. Schaut euch da besser mal um. Ah, hört sich noch einen interessanten Tipp an. Bei uns in der Nähe wurde... Da ist was, Gott, konnten wir gerade übel schlecht erkennen bei den Gitter hier. 25 Elan-Punkte, schön, 25 Euro oder Reichsmark. Aufladen bin ich da angeschlagen worden durch das Spiel. Nee, gar nicht. Gut, ich habe auch keine Technik eingesetzt, sprich, das bringt mir nichts. Aurelia, ach gut, der geht auch noch gut.
Gott, du warst doch, glaube ich, irgendwie auch in der Schülerzeit oder so, oder? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Aber ich kenne deinen Namen und dein Gesicht noch, das kommt mir verdammt bekannt vor. Mark, wird unsere Schüler das ja alles gut überstehen? Wenn ich weiter darüber nachdenke, wird die Erde das überstehen? Tja, ich muss nur mal kurz die Welt retten mit Fußball. Da haben wir eine Milch und wahrscheinlich wieder Milch. Nee, ein Reisbällchen, wunderbar. Das kann ich oft schon gut brauchen. Da ist zu. Da ist noch jemand, der ich glaube, mit dir habe ich schon gequatscht, oder? Aliens. Das ist so gruselig. Ne, die Aliens sahen nicht gerade so extrem gruselig aus, muss ich sagen. Da habe ich schon einige Schlimmere gesehen im Fernsehen. Positiv betrachtet müssen wir so für eine Weile keine Klassenarbeiten durchführen. Oh, das habe ich jetzt unangebracht. Ne, das bringt zumindest ein paar Leute auf andere Gedanken. Gott, alles ist im Arsch, das gibt's ja nicht. Da liegt ein riesiger Schutt auf dem eure Clubhaus. Vielleicht kannst du ihn wegschieben. Versuch's doch mal. Vielleicht kann das der gute Jack die Bohnenranke. Hallo? Wer ist diese Elios Academy? Wieso tut sie uns das nur an? Stimmt. Wieso ausgerechnet auf die Schule? Wieso bleibt ausgerechnet das? Kann man das gut sehen? Ich gehe mal drauf. Ne, ein paar Dellen hat es auch abbekommen. Aber das sieht noch relativ intakt aus. Hier ist der Fußballplatz noch einigermaßen gut in Schuss und der Rest total im Arsch. Vielleicht hat das irgendeinen tieferen Grund. Was sagst du dazu? Ich komme nicht in die Sporthalle. Dabei steht ja gerade das große Baseballspiel an. Nein! Für mich ist Baseball und Basketball gleich. So, da haben wir wieder ein kleines Wasser. Zum Nachspülen. Alles klar. Alle Blumen wurden zertrampelt. Zertrampelt. Ja klar, die schmeißen so einen riesigen, kometartigen, anscheinend Fußball runter. Und dann denken sie sich, da stehen ein paar Blumen rum. Die zertrampeln wir mal. Gott, wenn das stimmt, dann sind sie echt verdammt böse. Da würde es aber Schreckliches tun. Wahrscheinlich die Alias Academy. Und ich habe einen weiteren Erzfeind, neben Ray Dark. Hallo? Hey Mark, das hatten wir schon. Jupp, ich glaube, du musst mal nachgucken. Das ist ja gar keine so schlechte Idee, aber wenn ich so auf die Uhrzeit gucke, da würde ich mal sagen, um es ein bisschen spannender zu machen, gehen wir da erstmal. Komm schon. Nicht, nee, da sind doch zwei Leute, mit denen quatsche ich noch schnell. So viel Zeit muss sein. So, alles klar. Alles der Zerstörung. Es grenzt an ein Wunder, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Der Asyl ging zum Glück auch noch gut, auch wenn sie in der Nähe war. Oh nein, ich komme nicht in die Schule. Ich hatte meine Tasche vergessen. Was soll ich tun? Ich hatte die Tasche ganz zu vergessen. Und apropos Essen, das Müsli-Riegel, den kann ich auch nochmal schnell einsacken. Und ja, ich stehe mal in die Position für den... Die hatten wir schon, genau. Du mit deinem Basketballspiel, das ein Baseballspiel ist. Da stelle ich mir mal hier und ich würde mal sagen, im nächsten Part gucken wir mal, ob unser Club was einigermaßen noch vielleicht verschwunden geblieben ist, aber ich denke, wenn ich mir das so ansehe, eher nicht, aber ich habe noch Hoffnung. So, wir gucken mal im nächsten Part, ob das Haus noch einigermaßen gut in Schuss ist und ob wir irgendwie noch den guten Herrn Raymond rausbekommen, Sunny Raymond. Das gucken wir alles mal im nächsten Part. Also danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Inner Swim 11 2 Feuersturm. Ciao.